So, meine Damen und Herren, und hallo, ja, und herzlich willkommen zu diesem neuen Gameplay, Let's Play, je nachdem. Ich werde wahrscheinlich mal meine Klappe halten als reden. Lasst mir gerne ein Abo da zu Notruf 112, die Freiwillige Feuerwehr. Moin, du kannst deine Ausbildung nun fortsetzen, komm vorbei, wenn du am nächsten Lehrgang teilnehmen möchtest. Ja, natürlich doch, gerne doch. So, das ist wahrscheinlich unsere Wohnung hier. Klein, aber fein. Geht's da hin? Och, ein Bad. Mit Badewanne. Das ist schön. Gut. Waschmaschine. Ja, aha. Ja. Natürlich, LED-Fernseher hat jeder. Mittlerweile. Außer ich nicht. Okay, ist eine geile Einrichtung. Läuft. So, Tür schließen, abschließen, los geht's runter. Du sollst runterlaufen, nicht hoch. Danke. Klopf, klopf. Zeitung. Hallo. Geht's denn hier runter? Geht's hier nochmal runter? Fahrrad? Keller! Das ist ja geil! Das ist ja gut gemacht, super. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefällt. Beziehungsweise auch einen Daumen hoch da. Für Notruf 112. Die Freiwillige Feuerwehr. Los geht's. So, wir fahren erstmal zur Wache. Nee, müssen erstmal Türe schließen, okay. So, wir fahren jetzt zur Wache. Genießt die Show. Ah, da, 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 da. Aber da, da. Ist eigentlich nur eine Ausbildung, ich muss mich gar nicht so beeilen. Entschuldigung, es sah noch so aus, ich kann kein Auto fahren. Hab ich mich jetzt festgefahren? Nee, okay. Tut, lasst mich rein! Türe zu. Doch nicht. Wir gehen gleich mal hier in den Vollen, ne? Oh, geil. Haben die echt ein neues Fahrzeug? Egal, wir müssen zum Lehrgang, bevor wir die Fahrzeuge mit dem Fahrzeug mitfahren dürfen. Hi. Schön, dass du hier bist. Mein Name ist Thorsten. Ich bin Hauptbrandmeister und koordiniere hier die Ausbildung der Anfänger. Es freut mich sehr, dass du dich hier angemeldet hast. Fähige Leute können wir immer gebrauchen. Bevor du aber in einem Einsatz mit anpacken kannst, musst du erst einige Grundlagen lernen. Sollen wir direkt starten?
Ein Lehrgang wiederholen. Am nächsten Lehrgang teilnehmen? Was? Du kommst genau richtig. Ab sofort Okay. kannst du an einem neuen Lehrgang teilnehmen. Alles klar. Beginnen wir erstmal mit etwas Theorie. Oh Gott, ich sitz Bevor wir nicht. anfangen, du hast deine erweiterte Erste-Hilfe-Ausbildung abgeschlossen Nee. und den Nachweis schon Hab ich vorgelegt. nicht. Richtig? Gut. Dann können wir direkt Ah ja, habe ich loslegen. doch. Entschuldigung, habe ich In vergessen. Deutschland gibt es verschiedene Arten von Feuerwehren. Angefangen bei der Berufsfeuerwehr, über Werksfeuerwehren bis hin zu uns, den Freiwilligen Feuerwehren. Was sie alle verbindet, ist der allgemeine Auftrag der Feuerwehren. Dieser Okay, besteht ich kann aus den mich nicht vier setzen. Teilen: das Löschen, Schützen, Retten und Bergen. Als Feuerwehr ist es unser Ziel, Menschen und Tiere, aber auch Sachgegenstände aus Notlagen zu retten und vor Gefahren zu schützen. Neben der Brandbekämpfung als Kernaufgabe übernehmen wir dazu auch komplexe technische Aufgaben, wie das Bergen einer eingeklemmten Person nach einem Autounfall. Damit die Feuerwehren ihre Aufgaben auch effektiv erfüllen können, ist eine gute Ausbildung und das richtige Equipment nötig. Die nötigen Mittel hierzu werden von Gemeinden, Landkreisen und Bundesländern gestellt. Da wir gerade von den Einsatzmitteln sprechen, schlage ich vor, dass wir uns direkt mal anschauen, welche Geräte wir hier zur Verfügung haben. Geh nach unten in die Fahrzeughalle. Dort wartet Rainer auf dich, um dir unsere Einsatzfahrzeuge zu zeigen. Jawohl, mache ich. Vielen Dank für den Truppmann 1 Lehrgang. Hat mir gefallen. In 3 bis 2 Minuten. Eine Minute? Geil. Also, Retalk, Leute, das dauert definitiv länger. Aber ich finde schon mal gut, dass es gut. Haben sie gut gemacht. Hi, Thorsten. Ah, da bist du ja. Nee. Ich soll dir heute unsere Fahrzeuge und einige Geräte zeigen, die wir am häufigsten bei Einsätzen verwenden. Im Unsere Ernst? Fahrzeuge sind ja bestimmt schon aufgefallen. Nee. In Deutschland gibt es über 20 verschiedene Typen von Einsatzfahrzeugen, wobei jedes Einsatzfahrzeug individuell nach Anforderungen und der Örtlichkeit angepasst werden kann. Ja. Da haben wir zum einen unser HLF, hier rechts von mir. Die Abkürzung steht für Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug. Eieiei. Wobei mir persönlich HLF dann doch lieber ist. Erstmal ist für dich nur wichtig, dass dieses Fahrzeug viele Geräte zum Löschen, aber auch für die technische Hilfeleistung transportiert. Da jede Feuerwache andere Örtlichkeiten und Herausforderungen hat, sind die meisten Feuerwehrfahrzeuge Spezialanfertigungen. Ein Fahrzeug wie dieses hier kostet schnell mehrere hunderttausend Euro. Mach Das na. und die Größe sind auch der Grund, weshalb sie nur mit einem passenden Führerschein gefahren werden dürfen. Wenn du dich Ah. ranhältst und aktiv dabei bist, lässt dich der Ortsbrandmeister vielleicht den Maschinistenlehrgang mitmachen. Dann Warum? zeige Ich ich hab einen dir, wie man dieses PKW-Schein. Fahrzeug fährt. Aber machen wir erstmal mit den Grundlagen weiter. Reicht Das doch. hier ist unser TLF 3000. Ei, ei. TLF steht für Tanklöschfahrzeug. Wie der Name schon verrät, beinhaltet dieses Fahrzeug einen großen eingebauten Tank. Die 3000 ist die Menge an Wasser in Okay, hier fehlt Litern, schon die mal das die TLF Kennzeichen vorne. mitführt. Ja. Unser TLF kann für kleinere Einsätze eigenständig ausrücken und eingesetzt werden, dient aber bei großen Einsätzen vor allem zur Unterstützung des HLFs. Bevor wir die Fahrzeuge gleich auf den Hof fahren und uns anschauen, was alles genau drinsteckt, ziehen wir uns erstmal um. Komm mit zu unserem Umkleideraum. Okay, wir gehen zum Umkleideraum. Und meine Damen und Herren, vielen Dank damit erstmal für Teil 1. Bis gleich.